Einen Blumenstrauß bekommt er nicht, der neue Bundesvorsitzende der Piraten. Der alte Vorstand war im März im Streit zurückgetreten. Mit gut 62% wurde Stefan Körner am Nachmittag gewählt. Kein Traumergebnis, aber eine klare Mehrheit immerhin. Nun will der Softwareentwickler aus Bayern die Partei einen und statt mit Streit mit Themenschlagzeilen machen. Wir sind die Partei der Bürgerrechte, wir sind die Partei der digitalen Revolution, wir sind die Partei des Datenschutzes, wir sind die Partei der Bildung, wir sind die, die die digitale Welt in die Politik bringen will. In Sachsen und Thüringen stehen bald Landtagswahlen an. Die Piraten wollen in beide Parlamente. Sie wissen, dass sie gerade auch in Mitteldeutschland mehr bieten müssen als die Themen freies Internet und Datenschutz. Wir wollen mehr Geld in Bildung investieren, wir wollen Bildung zum Hauptthema machen, auch im Haushalt. Wir wollen mehr Demokratie ermöglichen, allen Menschen. Das heißt, wir wollen auch ein Wahlrecht einführen ohne Altersgrenze für alle Menschen. Nehmen die Piraten damit den richtigen Weg oder sind sie bald wieder in der Versenkung verschwunden? Experten sind skeptisch. In der letzten Bundestagswahl war das Wahlergebnis der Piraten sehr gering, bei den Europawahlen genauso. Und typisch landespolitische Themen bedienen sie auch nicht. Insofern ist die Frage, ob wirklich in den nächsten Landtagswahlen da das Ruder noch mal rumgerissen werden kann. Das spricht alles dafür, dass die Piraten eher nicht bedeutungsvoll auf lange Sicht sein werden. Noch bis morgen tagen die Piraten in Halle. Der neue Kapitän muss sie nun erstmal durch die Landtagswahlen steuern und hofft, dass das Schiff da nicht schon wieder leckschlägt.